Hallo Leute, ich mache heute ein Video zum Thema Parsing. Parsing ist ein englisches Wort und heißt als etwas durchgehen. In unserem Fall als männlich durchgehen. Und das jetzt spezifisch für Transmänner, die noch Pre-T sind, also noch keine Hormontherapie haben. Die haben den Nachteil, dass sie noch eine ziemlich hohe Stimme haben in den meisten Fällen, dass das Gesicht teilweise noch sehr weiblich ist, dass der Körper noch sehr weibliche Formen hat. Und das ganze Konzept des Parsings ist auch relativ problematisch, denn die Frage ist, muss ich denn als männlich durchgehen, um von meiner Umwelt akzeptiert zu werden? Denn eigentlich sollte es ja so sein oder sollte unsere Gesellschaft dahin kommen, wenn ich ihnen sage, dass ich männlich bin, dass die mich einfach als das akzeptieren und ich nicht irgendeinem bestimmten Bild entsprechen muss, auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig männlich aussehe, wenn ich dir sage, dass ich männlich bin. Dann sollte dir das eigentlich genügen. Aber unsere Gesellschaft ist halt nicht so. Und vor allem kannst du nicht jedem Menschen auf der Straße erklären, dass du männlich bist, wenn du jetzt beim Bäcker einkaufen gehst und der spricht dich plötzlich mit sie an. Also ich weiß, dass Parsing für viele von uns etwas sehr Wichtiges ist und etwas, in das man sehr viel Zeit investiert und sehr viel Sorge auch damit verbunden ist, ob mein Parsing eh okay ist und ob ich eh wirklich männlich rüberkomme, wenn ich da jetzt das Haus verlasse. Parsing ist in gewisser Weise ein Privileg. Es gibt Menschen, die ein gutes Parsing haben, auch vor Testo. Und es gibt Menschen, die einfach kein gutes Parsing haben, auch nicht auf Testo dann später. Das kommt aufs Alter an, das kommt aufs Körpergewicht an, das kommt einfach auf die Anlage an. Manche haben eben sehr weibliche Züge und andere sind an sich schon eher so schmal und männlich und das Leben ist nicht fair und es gibt Leute, die passen einfach gut und es gibt Leute, die müssen sich sehr anstrengen, dass sie irgendwie passen. Es gibt zum Thema Parsing schon 100.000 Videos auf YouTube. Ich habe mir die auch selber alle angeschaut, weil ich eben auch dachte, vielleicht lerne ich noch was, was ich nicht weiß. Und mir ist aufgefallen, dass es ein paar Sachen gibt, die kaum jemand in einem YouTube-Video jemals erwähnt. Natürlich die Klassiker. Ich meine, was muss ich tun, um männlich auszusehen? Ja, Haare kurz schneiden, männliche Kleidung anziehen, Binder, aber es gibt noch ein paar Dinge, so ein paar Geheimtipps, die irgendwie nicht so oft erwähnt werden. Und ich dachte, ich spreche mal über die. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die man noch tun kann oder die man beachten sollte, wenn man jetzt wirklich meint, ich muss hundertprozentig passen. Kommen wir zu Tipp Numero Uno. Haare. Klar, irgendwie logisch, jeder sagt, Passing, Haare abschneiden. Kurzhaarschnitt ist gleich männlich. Das muss jetzt nicht heißen, dass jeder unbedingt einen Kurzhaarschnitt haben muss. Ja, wenn du gerne lange Haare hast und wenn dir das steht und wenn du gutes Passing damit hast, es gibt Leute, die tatsächlich mit langen Haaren gutes Passing haben. Auch Pretty, ja, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Bitte fühl dich nicht verpflichtet, deine Haare abzuschneiden, ja. Aber wenn du deine Haare abschneiden möchtest, ein kleiner Tipp bezüglich Haaransatz. Der weibliche Haaransatz ist anders als der männliche. Männer haben hier auf der Seite so meistens, ja, eher so ein bisschen schärfere Kanten rein, so diese Geheimratsecken, mehr oder weniger. Während Frauen einen ziemlich runden Haaransatz haben. Wenn du jetzt sagst, ich will mir meine Haare wirklich komplett kurz schneiden, ja, ich schneide die mir so auf 2, 3 mm und ich rasiere das alles ab, dann kann es passieren, muss nicht sein, aber es kann passieren, dass das ein bisschen ein Schuss nach hinten ist, weil durch dieses alles weg vorne, ein Haaransatz ziemlich zur Geltung kommt. Und viele sehen dann mit diesen extrem kurzen Haaren eher weiblich aus, als wenn sie sie ein bisschen länger gelassen hätten. Sehr viele Transmänner entscheiden sich für eine ähnliche Variante, wie ich sie habe, also diesen Undercut oder Sidecut, wo einfach auf der Seite irgendwie alles kurz und hinten auch und dann vorne aber und oben dieses Top-Haar oder wie das heißt, Deckhaar, länger. Und der Vorteil ist, du kannst das dann so ein bisschen nach vorn geben, ja, und du kannst das so ein bisschen, je nachdem, wie du es halt jetzt stylen möchtest, aber dadurch, dass das eben lang ist, kannst du ein bisschen deinen Haaransatz kaschieren. Wie gesagt, das sind alles nur Tipps. Heißt nicht, dass du dich daran halten musst. Tipp Nummer 2. Shirts. T-Shirts, Pullover, Jacken, Westen, alles, was du irgendwie oben anziehst, sollte ziemlich genau bei der Hüfte aufhören. Ja, ich habe jetzt eh schon was an, was länger ist. Ich weiß nicht, wie man das jetzt sieht, ja. Aber es sollte ziemlich genau bei der Hüfte aufhören. Warum? Weil Frauen eine andere Körperform haben als Männer.
und das geht irgendwie so und die Hüften gehen irgendwie so raus. Ne? Das ist dieses typische weibliche Kurven, die wir halt nicht zeigen wollen als Transmänner meistens. Wenn du jetzt etwas sehr Langes anhast, ja, das so über die Hüften drüber geht. Ich demonstriere das jetzt übertrieben, aber es ist so, ja, wenn du was sehr Langes anhast, kann es passieren, dass genau das, was du nicht willst, das zur Geltung kommt. Deshalb ist es besser, du trägst ein bisschen kürzere Sachen, die irgendwie hier bei der Hüfte aufhören, weil dann kaschiert das die Hüften. Genauso bei Hosen. Hosen mit Seitentaschen. Ich habe heute zufällig mal keine an. Ich habe eigentlich fast nur Hosen mit Seitentaschen. Wenn du hier die Seitentaschen hast, hast du den Vorteil, du kannst Handy, Geld einstecken und alles. Und die kaschieren ebenfalls die Hüften. Tipp Nummer 3. T-Shirts beim Binden. Beim Binden kommt es darauf an, wie viel Oberweite du hast. Ja? Aber viele ziehen zusätzlich zu dem Binder ziemlich weite T-Shirts an, damit man ja nichts sieht. Und da ist irgendwie, habe ich so das Gefühl, das ist jetzt keine Regel oder so, das ist nur so meine persönliche Meinung. Wenn du mehr hast, ja, und man sieht trotz Binder noch relativ viel, ist ein weites T-Shirt wahrscheinlich von Nutzen. Wenn du aber jetzt weniger hast und es sieht relativ flach aus, dann zieh vielleicht eher ein nicht zu weites T-Shirt an. Es soll nicht komplett körperbetont sein, ja, aber es soll jetzt auch nicht zwei Nummern zu groß sein. Warum? Weil Leute, wenn sie dich in der U-Bahn sehen oder auf der Straße sehen oder blie und sie sehen dich und sie denken sich, okay, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, dann schauen sie instinktiv erstmal hierher. Und wenn du dann wenig hast und du hast ein relativ eng anliegendes T-Shirt, dann sehen die, dass es da vorne flach ist. Und zwar sehen sie dann eindeutig, dass es da vorne flach ist. Sie sehen vielleicht so ein bisschen vom Bein da die Dinge, aber ich meine, Männer haben auch Brustmuskeln und so. Also wenn du es schaffst, halbwegs männlich auszusehen mit dem Bein da, eher eng. Weil wenn du dann weit anhast, dann könnte es passieren, dass sie denken, okay, vielleicht ist da ja was, was man jetzt nicht sieht, weil das T-Shirt so weit ist. Das heißt, kann ja sein, dass der unter dem weiten T-Shirt was versteckt. Ja? Und wenn du ein engeres T-Shirt trägst, dann sieht man eindeutig, dass da nicht wirklich was sehr Weibliches ist. Das ist nur so ein. Hat für mich funktioniert, okay? Und der letzte Tipp: Packing. Packing bedeutet, sich etwas in die Hose geben, um die Illusion eines anatomisch männlichen Körpers zu erzeugen. Das heißt, du steckst dir jetzt eine Prothese, einen Packer in die Hose vorne rein, kann auch eine zusammengerollte Socke sein. Manche Leute verwenden ein Kondom, das mit irgendwas gefüllt ist, um einfach da die Illusion einer Beule zu erzeugen, wie sie bei einem normalen Cis-Mann anatomisch vorkommt. Ich muss dazu sagen, ich packe nie oder fast nie. Ich habe das am Anfang ein bisschen ausprobiert und ich dachte dann so, brauche ich nicht. Also es gibt Leute, die das unbedingt brauchen und gerne haben und nie ohne Packer aus dem Haus gehen. Das ist einfach Personal Preference. Ich persönlich brauche es nicht, aber auch wenn ihr es nicht braucht, ich rate euch, es zumindest einmal auszuprobieren. Ich habe am Anfang das mit Socken gemacht. Ich habe mir einfach da vorne Socken reingesteckt und es hatte den Vorteil, dass man sich plötzlich ein bisschen anders bewegt. Früher war ich es gewohnt, immer wenn ich sitze, meine Beine übereinander zu schlagen. So typisch weiblich, die Beine übereinander zu schlagen, ja? Und als ich dann diesen Packer drin hatte, dann wollte ich das eben auch machen. Und dann dachte ich so, oh, da ist aber jetzt was im Weg. Und dann bin ich eben eher so breitbeinig da gesessen. Oder zumindest nicht komplett mit den Füßen überkreuzt. Genauso beim Gehen. Ich bin dann eher mit den Knien ein bisschen nach außen gegangen. Und nicht so, wie man es oft bei Frauen sieht, dass die Knie schon fast aneinander reiben. Weil die so eng zusammen, wie soll ich das beschreiben? Ja, ihr wisst, was ich meine. Dass Männer eben eine Spur breitbeiniger gehen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr totale O-Beine machen müsst und übertrieben so komisch gehen müsst, aber einfach ein bisschen lockerer, männlicher. Auch dass viele die Hosen einfach eine Spur weiter runterziehen, weil das sonst einfach stört. Und rein dafür fand ich den Packer praktisch. Nicht, weil ich jetzt unbedingt da drin was haben muss, sondern weil es mir irgendwie geholfen hat, so ein bisschen die männlichen Bewegungen und den männlichen Habitus zu erlernen, ganz ehrlich, weil wenn man weiblich aufwächst und aufgezogen wird, dann muss man solche
Bewegungen tatsächlich trainieren. Die Leute werden dir alles abkaufen, wenn du es selbstsicher rüberbringst. Und wenn du auf der Straße unterwegs bist und du weißt, ich bin männlich und keiner kann mir was und keiner wird mich weiblich anreden und du gehst da total selbstsicher in jede Situation rein, dann wird dich auch niemand weiblich anreden. Das Problem ist, die meisten von uns leben in ständiger Angst, vor allem Pretty, weiblich angeredet zu werden. Und ganz ehrlich, dann passiert's. Und das ist, ich muss es ehrlich dazu sagen, auch bei mir erst mit Testo hat das jetzt angefangen, dass ich tatsächlich männlich wahrgenommen werde. Wenn ihr es schafft, diese Selbstsicherheit aufzubringen, diese Überzeugung aufzubringen, dann ist das wahrscheinlich der Clou, dass euer Passing klappt. Viele von uns brauchen dafür die Hormontherapie. Es ist so, manchen gelingt es, anderen gelingt es nicht. Und ich bin generell ein eher unsicherer Mensch. Also wenn ich auf der Straße unterwegs bin, ich bin oft oder war zumindest bis vor kurzem, bis ich jetzt Testo habe, ziemlich unsicher, ja, und man geht dann auch eher so und man schaut dann auch so, oh, sieht man vielleicht was und Und klar, meine Therapeutin hat das mal mit mir besprochen und sie meinte so, unsichere Körperhaltung wird in der Gesellschaft eher dem Weiblichen zugeschrieben. Das ist jetzt unfair, aber es ist eher so. Männer sind immer die, die eher so und Frauen sind halt wirklich die, die eher so und mal die Beine übereinander schlagen eben und eher diese unsichere Körperhaltung haben. Und wenn man jetzt das Aussehen hat, das so ein bisschen zwischendrin ist, wo die Leute um dich herum nicht eindeutig wissen, ist es jetzt männlich oder weiblich, dann schauen die auf die Körperhaltung. Und wenn du dann so dastehst und irgendwie so unsicher tust, dann werden die einfach auf weiblich schließen, aufgrund der Körperhaltung. Und das ist halt das Schwere, ja? Das ist das, was so wahnsinnig schwer ist. Testosteron hilft definitiv. Es ist kein Geheimnis, ja? Ich weiß. Aber viele wollen Testo gar nicht. Und viele schaffen es auch so. Und lasst euch nicht entmutigen, auch wenn ihr kein Testo habt. Es gibt vieles, was ihr machen könnt, um euer Passing zu verbessern. Und dann ist eben noch die Frage, müsst ihr denn passen? Wie wichtig ist es? Tatsache ist, wenn du das perfekte Passing hast, wenn du jetzt 5 Jahre auf Testo bist und einen Vollbart hast, du verlierst deine Visibility. Die Leute werden dich als eindeutig männlich wahrnehmen und das ist für dich als Einzelperson toll, aber die Community ist nicht mehr sichtbar. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir Leute haben, die eben, sag ich mal, genderqueer sind und halt eindeutig nicht zuordnenbar sind. Ich weiß, dass das, wenn du wirklich FTM bist und wenn du in dieser ständigen Angst und Dysphoria lebst, klar willst du männlich angesprochen werden. Aber in der Zeit, während du vielleicht auf Testo wartest und während du noch sichtbar bist als queer, sieh es einfach als deinen Beitrag zur Community. Während ich es jedem wünsche, dass er als das gesehen wird, als das er gesehen werden möchte, mit Testo werdet ihr da hinkommen und bis dahin nehmt eure Visibility einfach als Chance an, vielleicht ein bisschen was zu bewegen. Wenn man nicht hundertprozentig in irgendeine Schublade gesteckt werden kann, es wirft Fragen auf und es bringt die Leute zum Nachdenken. Und so hart es für euch ist, vielleicht löst ihr wirklich irgendwelche Denkprozesse aus. Macht euch nicht zu viel Stress mit dem Passing. Tut's nicht, weil ihr könnt nur so viel tun, ja? Vor allem ohne Testo. Du kannst nur so und so viel tun, um möglichst nah an diese Geschlechterrolle ranzukommen. Und dass das nicht immer hundertprozentig funktioniert, ist klar. Und das ist bei uns allen so. Das ist bei jedem so. Und jeder Transmann wurde irgendwann in der Vergangenheit schon weiblich angeredet. Das ist passiert jedem. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Und ich melde mich dann demnächst wieder mal. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.